Zuschauer, hallo liebes Publikum. Es ist Samstagnachmittag, 16.15 Uhr, die etwas andere Kochschule. Schön, dass Sie zuschauen. Ich habe einen tollen Gast eingeladen. Sie ist eine der besten Köchinnen Deutschlands. Sie ist eine der besten Schauspieler. Herzlich willkommen, Hannelore Hogarth. Hallo. Alles ein bisschen übertrieben, ne? Hannelore. Wussten Sie nichts davon, oder wie? Dass ich eine gute Köchin bin? Oh wei. Ja. Ich übertreibe nie. Ich übertreibe nur, wenn ich sage, was wir beide heute ganz Tolles kochen werden. Zunächst mal gibt es Lou de Mer gebraten mit Brunnenkresse-Risotto und Parmesanschaum. Und zum Dessert eine Strudelteigbüde mit Rhabarber und Marzipan gefüllt. Oh, dazu Erdbeer-Carpaccio und Mandelschaum und das alles von uns beiden. Was will man mehr? Bravo. Bravo. Super. Super. Ja, Johann, du könntest ruhig sagen, dass ich auch dabei bin heute, damit ich anfangen kann. Das ist unglaublich. Also Johann Lafer kocht übrigens nicht alleine heute. Nein, auch ich bin wieder mal dabei. Und ich habe jemand dabei, was soll ich sagen? Also nicht die beste Köchin Deutschlands, aber einer der weltbesten Metzgersöhne überhaupt. Ja, also er ist danke, ein danke. Genie. Ja, also, ja. Okay. Hat einer so schön gesagt. Ja. Okay. Ich muss deinen Namen noch sagen, weil das wäre schön, damit die Herrschaften, die dich nicht kennen, auch wissen, wer du bist. Genau. Guido Kanz, Kabarettist, du machst Blödsinn, ja? So, und der kocht mit mir sensationelle Geschichten. Und zwar wird er aus den 70er Jahren herübergerettet nach heute ein gefülltes Gurkenschiffchen machen. Natürlich. Mit einem traumhaften Quark Gemüse, Gedöns drinne. Und ich werde Familienzusammenführung einmal anders machen. Und zwar werde ich von zwei verschiedenen Schweinen einmal den Speck nehmen, einmal das Filet im Speckmäntelchen braten, in eine Orangensoße und das Ganze mit Champignons mit frischem Thymianrahmen. Und es wird ein göttliches Essen. Jetzt sind Sie dran. Also, ja. Es wird schwer. Ja. Es wird schwer. Es wird sehr schwer. Also, du kannst direkt kann ich noch kurz. Eine Sache noch. Ja, also, ja, halt. Ich habe ja einen. Ganz klar. Die zwei Arten. Ja. Wie geht es dir? Mir geht es hervorragend, Johann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, gestern Nacht. Bitte. Was machst du wieder? Wegen dem Loup de Mer. Wir haben so lange geübt wegen der Ansprache im Zimmer. Und jetzt sagst du mir in der Sendung doch wieder Lou de Mer. Das war Lou van Burg, worüber wir gesprochen haben. Ich habe doch ein Präsent mit. Also, ich würde gerne noch was mitbringen. Ich habe ja viel Verwandtschaft im Metzgerbereich und mein Cousin heißt übrigens auch Kanz. Nein. Und das sind die besten Maultaschen in der westlichen Hemisphäre. Herr Lafer, sind noch kalt. Ja. Herr Lichter, ich schleime mich gerne am Anfang ein, damit es dann ein bisschen einfacher wird. Du darfst hoch sein. Ach, und was kriege ich? Für jetzt hatte ich leider nur zwei Sachen, vielleicht mit dem Kollegen Lafer teilen. Keine aber ganz Tasche, frisch, eins auf dem Maul. Wasser? Wasser? Ja, da sind aber Kartoffeln. Mach nichts, da rein damit. So. Ja gut, Johann. Hier wird, okay, ja. Schön warm machen. Guido, danke schön auch an deinen Cousin. So. Mein Vetter, sagt man. Vetter. Dein Vetter. Ja. Also es wäre schön, wenn ich den mal kennenlernen würde. Es ist nicht Jan Vetter, sondern mein Vetter. Vetter. Muss ich arbeiten? Es wäre schön, wenn du einfach anfangen würdest, wegen dem Essen. Johann muss sowieso jetzt da drüben anfangen. Ja, wir fangen jetzt an mit dem Nachtisch, weil der dauert am längsten. Und zwar Hannelore schlägt schon mal ganz konzentriert das Eiweiß. Ja, ich mache jetzt hier den Strudelteig. Und zwar... Ja. Viel mehr Gas geben. Also mehr höher einschalten. Ja. Johann, den Strudelteig, machst du den jetzt selber oder hast du den vorbereitet? Nein, den habe ich hier in der Packung. In der Packung? Gibt's fertig? Ja, klar. Wer hat den denn gemacht? Den habe ich mir aus deinem Restaurant mitgenommen. Aus meinem Restaurant? Ja. Dann koch was anderes, Johann, das gibt nichts. So. Wenn der von mir ist. Guck mal her. Das war ein ganz dünner Teig, ja? Du musst, kann man auch selber machen, kann aber man. Den können nur gute Köche selber machen. Fast. Ich wollte ja einen Zahn zulegen, ne? Halt!
War das Sahne? So, das ist auch schon gut. Meine Damen und Herren, die beste Köchin der Welt. Zucker rein. So, Zucker rein und jetzt noch vermengen. Ach, Zucker rein. Und dann runter. Und dann runter. Von den Gürkchen mach mal so 6 bis 8 Stück, würde ich sagen. Weil die können wir ja nachher verschenken, wenn nichts geworden ist. Aber das macht die Dame sehr, sehr schön. Ja. Ich würde sie gerne häufiger hier haben. Die Maschine macht das. Vielleicht sollte man Frau Hoger sagen, das ist ein Kochstudio, kein Gart-Haar-Studio oder sowas. Weil das ist so da. Bitte mehr noch. Was? Bitte mehr. Nein? Aber bitte mehr schlagen. Aber es ist ja schon ganz stark. Bitte feste noch. Es ist doch schon steil. Ja, ich kann ja. Zum Kochen mehr geht nicht. Also das geht hier in dieser Hülle nicht. Das ist jetzt gut. Ist genug jetzt. So. Also wir haben jetzt hier erstmal Horst. Erklär mal den Strudel bitte. Nein, wir haben jetzt hier Marzipan. Marzipan, Eigelb. Wo ist Marzipan? Marzipan, Eigelb, Zucker, Butter vor allem. Da ist Marzipan drin. Genau. Ja. So, und jetzt tun wir hier dazu das Eiweiß mit Zucker steif geschlagen. Ich kenne Marzipan nur mit Schokolade und hart, mit Folie. So. Das ist das Marzipan? Aber das ist das aus Lübeck. Das ist das nicht aus Lübeck. Das ist das selbst. So sieht Marzipan aus, wenn er bei Johann wächst. Was? Wie wird ein Marzipan gemacht, Horst? Ja, das ist interessant. Aus Mandeln? Mandeln vielleicht? Mandeln? Gino, danke schön. Ich habe gerade den Mund voll. Aus Mandeln, Johann. Jetzt kommt Mehl. Mandeln werden ganz fein gemahlen. Ja. Mit Zucker. Die darf man ja nicht pressen. Ne? Dann gibt es so eine schöne, feine Paste. Und das ist Marzipan. Paste. Da kommt dazu ein bisschen Mandelblütenöl, also ein bisschen Mandelöl, also Mandelöl. Nur Mandeln und Zucker. Ja, Rosenöl dazu, Rosenöl, genau, dazu. Dann sag mir mal bitte, was ist Persipan, weil die verkaufen immer Persipan. Persipan ist aus Aprikosenkernen das heißt gemacht. Parsiman. Nee, Persipan ist aus Aprikosenkernen aber gemacht. Aber wir haben als Kinder immer Parsiman gesagt. Ja? So, wir machen jetzt hier rein. Eine ganz wichtige Frage noch an dich. Ja. Weil ich bin mir ganz sicher, dass unsere Kameraleute eben, als dir die Sahne quer durchs Gesicht gehüpft ist, der Eischnee, dass wir da eine Zeitlupe von haben. Möchtest jetzt du das mal sehen? Jetzt hör auf damit jetzt. Scheiße, da ehrlich. Ja, wieso? Das Rasierschau gewesen. Lass mal gucken. Bitte noch einmal zeigen. Ich würde es gerne noch mal sehen. Ja, natürlich. Oh, gut rasiert. Guck mal, das ist also gut. Johann, jetzt guck mal hin. Ja? Was? Da. Hier weiter. Also, guck mal hier lieber hin, hier ist was Gescheiteres. Guck mal da, hier. Hier ist Rhabarber gedünstet mit Honig, Vanille und Butter. Ganz leicht nur die Stücke und die geben wir jetzt hier drunter. Also nicht zermatschen. Na, unterheben. Johann, hast du das vorbereitet oder war das so fertig? Den Rhabarber hat er vorbereitet. Der Rhabarber wächst so. Also ich habe ihn geschnitten. So, ne? Also Rhabarberstücke schneiden, vorher schälen. Ja, vorher schälen. Und dann einfach unterheben. Ah. Muss man den ganz schieben, so schieben? So leicht abziehen und dann einfach in Stücke schneiden, dann etwas Butter, Honig und Vanillemark heiß machen und den Rhabarber nur ganz leicht dünsten. Nur ganz leicht, dass er bissfest ist. So, jetzt komm, zeige ich euch was. Jetzt habe ich hier Strudelblätter. Dann schneide ich daraus so Dreiecke, so Ecke. Also Vierecke. So, dann machen wir Folgendes. Wir haben so aber du hast ja jetzt ein Viereck geschnitten. Ja, genau. Das ist jetzt eine Muffinform hier. Ja? Wir drücken das jetzt so rein. Das sieht aber sehr schön aus. Moment. Ja. Noch ein zweites Blatt rein hier, damit es nicht zu dünn ist. Und das kommt da jetzt Johann, diese Form, die kann man doch nur bei dir kaufen. Ne? Nein, die gibt's überall. Ach, die gibt's überall. Aber da steht dann drauf, Johann. Nix steht drauf. So, dann hier die Masse reinfüllen. Wenn man sich das mal genau anguckt, meine Damen und Herren, was da jetzt drin ist, das ist der exakte 1:1 Nachbau der Stromburg. Was? Genau so sieht sein Lokal aus. Nein, das wunderschön sieht viel mit schöner aus. So. Das sieht viel Warten schöner. Sie ab, wenn das fertig ist. Und das soll ich jetzt weiterbauen? Genau, jetzt alles so füllen. Alle Förmchen füllen hier bitte. Auch mit so ganz dünnen Obers. Weil man alles hier lernt, das ist unglaublich. Schön. Johann, aber das kriegst du normalerweise in 45 wie Minuten. Wie heißt dieser Teig? Ne? Wo kriegt man, wie heißt der? Weideig, das ist Strudelteig. Strudelteig. Aber wir müssen nicht jedes machen. Können wir mal so, wenn ich denn mal hier ganz kurz zeigen durfte, was wir hier machen. Auch mal dran kommen, also ich mein, weil der liebe Guido ist hier diese wunderbaren Babygurken. Doch nicht so einfach, wie ich dachte, ehrlich gesagt. Das sah eben schon interessant aus. Ja. Man kann natürlich diese großen, schönen Salatgurken nehmen, die man so allgemein kennt. Das Problem ist dann aber, man müsste sie in kleine Scheibchen schneiden zum Essen und Servieren. Und so hat man nachher ein Gericht, ein Gürkchen, ein halbes Gürkchen pro Person. Der Guido ist sie jetzt am Entkernen, damit wir nachher die Füllung reinlegen können. Für die Füllung, ich würde sagen, das reicht jetzt auch, Guido, sonst kriegen wir in der Sendung die Füllung nicht mehr dabei. Das kannst du uns klicken, da sind wir hinter Johann, das wäre mir jetzt echt peinlich. Aber hinter einem Österreicher ist bitter.
Ja, was heißt bitter? Dafür kochen die ja lecker, die sind nur nicht so schnell. Ja, das meine ich ja. Und dann machst du mal ganz schön diese wunderbare cremige Füllung mit dem Quark, Zwiebelchen, ja. Knoblauch hacken. Weißt du eigentlich, dass man Knoblauch, wenn man den presst, der wird bitter. Bitter, der hallo. Wird ganz bitter. Hallo, ja. Finger weg, Herr Lafer. Ja. Guck. Ich habe jetzt hier. Die Schweinefilets. Da hat so ein Ganove ein Gummibärchen hier draufgelegt auf mein Herd. Ich denke mir schon, warum geht das nicht hier? Ein Gummibärchen? So ein Colafläschchen, guck mal hin. Und das ist ja Sabotage. Wer macht denn sowas? Hast du ein Handtuch? Ich hab das schon gesucht, Johann. Gibt's ein Handtuch? Handtuch? Was machen wir die Hände mal? Handtuch hab ich auch, ja. Nehmen wir mal den. Sei blöd, Mann. So, noch mehr? Das Schüssel, kann ich mir eine nehmen? Oder machen wir mal hier dran. Nimm ein größeres Schüsselchen. Übrigens die Kerne von den Gurken. Was? Kann man auch natürlich noch wunderschöne andere Sachen mitmachen. Wenn da jemand mal eine Frage zu hat, kann er Herrn Kerner auf der Stromburg anrufen und nachfragen. Was? Machst du wieder? Weißt du, was mir auch einfällt, Johann? Was? Ich muss aus letzter Woche noch die Frau Hockenjus anrufen. Die hat doch gefragt mit dem Gemüse, wie man das im Kühlschrank lagert. Und das habe ich doch jetzt mal kontrolliert, wie das geht. Weil ich wusste nicht mehr. Alle, Charlotte? Da muss man sich mal vorstellen, ja. Letzten Samstag hast du die Bouladenbrust eingewickelt, heute ist der Schweinefleisch, fällt ja nichts Neues mehr ein. Doch, aber nächste Woche. Frau Hockenjus, kleinen Augenblick, ich muss gerade eine Antwort machen. Johann, nächste Woche mache ich Rind im Speckmantel, ja? Ich bin, Frau Hockenjus, kennen Sie mich noch? Der ja, natürlich. Doch, ja, Frau Hockenjus. Hallo, hallo. Hallo, ich habe für Sie recherchiert. Ich habe mich mit Johann mehrere Tage zusammengesetzt. Echt? Gemüse gekauft und in Kühlschränken eingelagert. Gut. Weil Sie wollten ja wissen, welche Gemüsesorten kann man wie im Kühlschrank zusammenlagern oder nicht zusammenlagern. Richtig. Richtig. Also auf jeden Fall dürfen Tomaten nicht in den Kühlschrank, weil die schmecken dann schon mal nicht mehr. So, und den Rest mit dem Gemüse, da wird der Johann jetzt sagen können, was da genau Fakt ist. Ja, weil wir waren uns da etwas uneinig, aber er hat nachgelesen. Kleinen Augenblick bitte. Ne? Ich habe gar nichts nachgelesen. Johann, das sollst du doch nicht sagen. Hallo. Du weißt das doch so, Johann. Hallo, Frau Hockenmoos war das, gell? Hockenmoos. Sie waren noch mit dem Bärlauchschnaps, oder? Genau, ich hoffe, es geschmeckt. Ja, ich bin fit, wie Sie sehen. Aber jetzt erstmal zum Gemüse. Also grundsätzlich ist es so, dass wir ein, Was ist los? Hör auf zu lachen da, Mensch, blöd Mann. Also alles, was sehr fest und kompakt ist, wie zum Beispiel Johann. Sellerie, Karotten und sonstiges, lage ich immer ziemlich unten, wo es etwas kühler ist. Und was ich sage jetzt mal, so dünnblättrig ist, wie Kopfsalat, wie Kräuter, lage ich immer oben. Also das heißt oben, wo es nicht ganz so kalt ist. Ja? Ah, ja. Und ich versuche immer Folgendes zu machen. Ich versuche auch, dass man, dass zum Beispiel die Kräuter kann man entweder in so eine Glasschale mit so einem Vakuumdeckel oben drauf reingeben oder auch so einen Gefrierbeutel nehmen, ein paar Tropfen Wasser rein, die Kräuter rein, zubinden und dann einfach so in den Kühlschrank legen. Dann halten die ziemlich lange. Wasser rein. Gut. Genau. Und es gibt auch die sogenannte 0-Grad-Zone und so weiter und so fort. Ja, da sollte und oben man auch sind 8 Grad, Johann, weil legt man den Käse ja rein. Das ne? ist die Bikini-Zone, sagt man auch. Ja, ist die Bikini-Zone. Auf jeden Fall sollte man das Gemüse, genau. wie gesagt, unterschiedlich lagern, damit also das zarte Gemüse nicht zu kalt gelagert ist. Sehr gut. Okay. Vielen Dank. Schönen Tag noch. Bis bald. So ja, servus. Ja, tschüss. Bis bald. Tschüss. Ich habe so ein Problem mit Maultaschen und Kartoffeln in einem Topf. Also das ist schon ja, gut, spannend. Aber einfach kann ja jeder. Ja, stimmt auch wieder. Einfach kann wirklich jeder. Warum? Was ist eigentlich Kresse? Ist das, gibt das Kresse? Eine besondere Note oder wofür macht man das? Nö, ich fand die schön und da habe ich mir gedacht, tust du mal ein bisschen Kresse dabei. Wie klein muss ich hier schnibbeln? Schon. So, dass wir sie nachher noch A durch den Spritzbeutel bekommen. Okay, also doch relativ klein. Aber noch ja? Von den Stücken her noch so groß, dass man die definitiv zwischen den Zähnchen noch sehen kann. Ja? Das Schlimme ist, je älter man wird, desto leichter bleiben sie hängen. Weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja. Okay. Aber warum macht eigentlich ein Metzger Maultaschen? Das sind doch Teigwaren, oder? Nein, das ist. Weißt du eigentlich, woher das Wort, was Maultaschen eigentlich früher war? Wie das auch sonst noch heißt? Nein. Kennst du das, Guido? Nee, ich weiß auch nicht warum. Das heißt Herrgottsbscheißerle. Wie? Herrgottsbscheißerle. Sag mal im Schwäbischen, Herrgottsbscheißerle. Ja, weißt du, was das heißt? Jetzt man durfte früher Freitag kein euch, Fleisch ne? essen. Das, genau. Und dann hat man einfach das Fleisch in den Teig eingebackt. Ja. Das heißt, man einen lieben Gott hat man betrogen. Ja. Und daher kommt der Ausdruck Herrgottsbscheißerle.
Ihr seid ja ganz schön rabe. Danke, Johann. Also, ja, siehst du mal. Ja, also. Obwohl, das darf man ja normalerweise dann keinem sehr gläubigen Menschen erzählen, dass sie früher schon einen lieben J beschissen haben. Ne? Das ist ja schon heftig. Sag mal, ich habe jetzt gleich wunde Kressefinger. Reicht das Kannst jetzt? Kannst du ja, danke. Reicht. Dicke. So. Johann, willst du noch was sagen? Risotto mache ich jetzt. Oh. Und zwar? Das muss ich lernen, das kann ich nicht. Hannelore, guck mal hier. Ich habe jetzt hier Butter, Schalotten, kleingeschnitten, angeschwitzt. Ja. Dann habe ich hier Risotto-Reis. Es gibt drei Grundreissorten, die man kaufen sollte. Ach so. Eine Sorte heißt Arborio, die zweite heißt Vialone oder Canaroli. Und eine dieser drei Reissorten nimmt man, kurz waschen, und dann kommt der Reis hier rein in die heiße Butter mit den Schalotten. Aber das sind ja alles italienische Namen, ne? Genau, italienisch, ja, der wächst am meisten in der Po-Ebene, der Reis. Was? In der Po-Ebene? Es gibt auch welche, der auf Bali wächst. Aha. Soll ich dir was sagen? Also, nichts gegen den Kollegen Lauf, aber ich bin froh, dass ich mit dir kochen darf. Schon. Seitdem der Papa in Köln war, wird der komisch, weißt du? Doch jetzt. Aber sag mal, warum kommt in der Po-Ebene. So viel Verrückte aus Köln? Ihr kommt alle aus Köln. Köln liegt auch in der Po-Ebene, ne? Also das weiß ich nicht, aber die ist da sehr bekannt, die Po-Ebene. Ja. So. Ich habe auf jeden Fall hier den Reis jetzt kurz angedünstet, ja? Damit er schön mit dem Butter überzogen ist. Dann geben wir dazu Weißwein. Eine körperbetonte Sendung heute. Ja. Po-Ebene, Bikini-Zone, wenn du so überlegst, was wir heute alles so machen. Das Samstags- lassen den Weißwein jetzt erstmal runterkochen, damit er schön verdünstet. So, aufblubbern lassen, oder? Genau. Und dann wird das immer wieder mit heißer Hühnerbrühe angegossen, sodass am Ende das Reiskorn oder Fischfond, eins von beiden. Fischfond oder Hühnerbrühe. Und damit das Reiskorn muss immer die Flüssigkeit aufnehmen. Das Geheimnis beim Risotto ist folgendes. Geheimnis? Genau. Das Reiskorn gibt immer die Stärke ab. Aber es zerfällt nicht. Und durch das Rühren bekomme ich dann, durch dass die Stärke sich löst, eine tolle Bindung. Dann gibt es nachher so ein schönes cremiges Risotto. Also schön nach ihm rühren, gell? So, das nächste Mal jetzt Parmesanschaum. Das kann man aber fertig kaufen, ne? Das ja, hier. Das kann man kaufen, klar. Auch schön. Also, ich das auch noch machen muss. Frau Hoger, wie läuft es bei Ihnen? Gut? Ja, gut, bis jetzt gut. Ja? Ja, schön. Das ist ja alles schon fast. Johann, warum lässt du diese traumhafte Schauspielerin nur Erdbeeren schneiden? Darf sie das andere nicht tun? Nein, ich habe schon was anderes gemacht. Ja, alles zu seiner Zeit. Bitte? Alles zu seiner Zeit, Horst. Was hat sie denn schon alles so gemacht? Ja, ich habe schon hier. Eiweiß, ja. Gandhi. Also Eiweiß habe ich schon geschlagen mit der Maschine. Das kann ich auch. Für ein Erdbeer-Carpaccio ist das ungefähr so, als wenn ich es geschnitten hätte. Ja. Was? Nee, das war jetzt erst falsch. Jetzt mache ich das ja nicht. Nicht in der Hand kommen, sondern so. Guck mal, nicht. Das hätte ich machen können. So eine Rosette. Ja, genau, umdrehen. Schöne Blüte legen. Komplett rundherum. Alle gleich. Warum alle gleich? Kann auch mal eine verschieden sein. So. Nee, alles rum. So. Alles so. Teller ganz vorlegen. Aber das sieht doch auch so schön aus. Gibt Salz auch? Salz gibt es auch. Also ein bisschen individuell darf man das schon garnieren, oder? So, wenn ich mal ganz kurz erklären darf, was ich mittlerweile alles so gemacht habe, trotz Erzählerei, weil auch mein Essen wird heute tatsächlich fertig werden. Ich habe im Backofen dieses wunderschöne, familienzusammengeführte Ferkelchen liegen. Es ist jetzt da oben auf dem Backblech ein wenig am Garen. Im gleichen Fett habe ich frische Champignons, Wiesenchampignons, angebraten, rausgeholt mit ein bisschen Butter und frischen Thymian drüber gestreut, aber nicht mehr mit anbraten lassen. Jetzt geht's weiter mit diesem Gericht. Dafür habe ich hier Orangen schön geschält, in Scheiben geschnitten. Die werden jetzt in Butter mit ein wenig Candis angerehen lassen. Dazu kommt ein bisschen, weil das ist für Erwachsene dann, habe ich hier einen Orangenlikör. Der gehört zwar nicht zum Rezept, schmeckt aber scheiße lecker. Oder? Lassen wir einkochen. Und dann habe ich beim Johann drüben, bevor die alle kaputt sind, ein paar Erdbeeren gemopst. Ja. Johann, das schmeckt zwar nicht, aber das sieht klasse aus. Ne? Da sind deine Maultaschen drin. So, und hier in dieser Pfanne, damit du weißt, was ich hier mache, mein lieber Johann, weil du musst ja wieder ein bisschen was lernen heute, habe ich immer noch das Fett drin liegen von dem Schweinefilet, von den Champignons. Habe noch ein paar Scheiben Speck schön angebraten mit frischem Rosmarin, den ich geklaut habe bei Johann.
weil ich brauche gleich dieses Fett. Dieses, was machst du jetzt, Johann? Du, ich hebe jetzt auf die Maultaschen für nächste Woche. Ich kann sie auch in Speck einrollen nächste Woche. Ja, weil ich werde jetzt ein neues Kochbuch machen. In Speck gerollt. Hier kommt noch ein bisschen Butter rein. Die lasse ich zerfließen. Weißt du, wenn ihr dazu mitnehmt, wer da mit was machen könnte? Bei diesem Kochbuch in Speck gerollt, so Rainer Kallmund oder Otti Fischer. Das wäre schön, oder? Die zwei Länder. Genau. Ja. Oh, lecker. Das ist gut. Ja, die sind aber nicht in Speck gerollt, die sind auf Speck gerollt. Ne? So, das sind die Kartoffeln. Kannst du mal probieren, bitte. Guck mal, jetzt zeige ich mal den Zuschauer. Oh, hey. Johann, da kocht was über. Nein. Aber ist das gut jetzt so? Nein, ist gut so. Wie immer. Gut so, wunderbar. Ja, warte, ich hole mir mal einen kleinen Löffel. Was ist das komm, jetzt hier? Komm, hier Brühe drauf da. Wieso drüber? Ja, steht das im Rezept drin, wenn die Milch übergekocht ist, dann ist gut, ne? Guck mal, ich mache jetzt hier aus dem Horst sein Essen noch ein zweites Essen. Du weißt nicht? I don't know where this salt is. Also, das schmeckt sehr lecker. Das ist echt gut. Da drin sind, ganz kurz für die Füllung, der Gurkenschiffchen. Magerquark, feingehackte Schalotten, feingehackte rote und grüne Paprika, feingehackter Knoblauch, Kresse feingehackt, das Ganze schön cremig und kommt jetzt mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt aus der Spritztülle in die Schiffchen schön rein. Das müssen wir beide aber hübsch machen. Seit wann gibt es für den Magerquark? Ich habe ein Butterstück extra für die Maultaschen gleich. Dann haben wir natürlich noch einen wunderbaren Senf mit reingetan, und zwar einen Estragon-Senf. Lecker. Senf ist überhaupt ein Traum, damit kann man so wunderschöne Sachen machen. Ich lasse einen Löffel schon drin. Gut. Dann darfst du, ich zeig dir mal einen Trick, vielleicht kennst du das ja, damit man sich die Finger nicht versaut beim Spritzbeutel. Man faltet den einmal um, ne? Das ist halt eine alte Kochhute nehmen, oben eine Spitze abschneiden geht auch. So kriegst du keine schmutzigen Fingerchen. Und da musst du ja reinblasen, dann fragen die dich vorher, haben sie Alkohol getrunken? Dann sollte die Öffnung aber... Ach so. Ne? Ja. Also das hier einfüllen. Salz hätte ich gerne noch, Lichter heißt der Lafer. Herr Laferlichter. Guck mal, holst du mal her. Ja, du hast wunderschönen Speck gebraten für mich, für die Maultaschen. Oh, weißt du, wie lecker? Oh, das ist ein Traum. Guido, guck mal her. Der Johann klaut mir meinen Bratensaft für Kartoffelpüree. Was? Ja, hier. Johann. Guck mal. Oh. Wenn ich das Fett, da brauche ich für meine Kartoffeln. Oh. Ach, uns dann gehen. Was? Na. Ja, Öl. Wer möchte Maultaschen? Was machen wir jetzt bei denn heute auf dieser Seite? Hier. Sehr schön. Ja, das hier brät gerade ein kleines bisschen an. Das ist aber nicht schlimm. Das muss Röststoffe haben. Ja. Hier vorne. Die Milch lassen wir schön kochen. Ja. So, ein bisschen Brühe noch dabei. So viel. Erst mal Maultaschen. Ja, ich esse mal Maultaschen. Ist das genug? Schmecken die echt gut? Ja. Wenn mein Essen nachher nicht fertig ist. Von Olli sind die, die müssen gut sein. Die sind echt gut. Ja. Die schmecken richtig lecker. Ja, die sind gut. Die sind aber sehr lecker. Da kannst du mal sehen, das war meine Pfanne, Johann. Ach so, clever. Ja. Lecker. Ja. Die fülle ich jetzt einfach so rein und dann hinter zu machen? Mit einem größeren Löffel? Brauchen wir noch ein bisschen Löffel. Ja schon vom Zugucken. Da vorne steht ein Löffel. Löffel. So. Das arme Publikum. Ist das nicht furchtbar? Sag mal, die Gurkenscheine, die sind auch ganz schlecht zu verdauen. Weil man, da kriegt man so ganz widerliches Aufstoßen. Sag mal, hat noch irgendjemand Butter? Johann, hast du meine Butter? Aber nur die kleine Stücke essen, ja? Ja. Das ist sehr heiß genug, ja. Ich bin da. So. Also man erkennt sogar Johann seinen Kühlschrank an frischem Gemüse. Das ist nur noch mal für die Dame eben. Ja? Damit man hier sehen kann. Ist das Öl noch? Ich will noch, ja. Das finde ich schon klasse, was bei Johann so alles aus dem Kühlschrank rauswächst. Das nehme ich mir jetzt auch mit hier. So. So, jetzt tun wir schön umdrehen. Nur ganz kurz. So, ich habe Butter genug. Genau. Jetzt hier schön die Hautseite dann. Ja, pass auf, Guido. Jetzt werden wir beide erstmal ein bisschen. Ja, mach mal so viele dir kommen. Ja. So. Und jetzt machen wir rein Thymian, Rosmarin und Knoblauch. Da vorne die Kräuter. Ja, wenn man ganz guckt. Ich brauche noch eine Karte. So, also wir haben jetzt hier Ludemer. Das ist der sogenannte Wolfsbarsch auf Deutsch. Das ist ein ganz toller Fisch, ein edler Fisch, wirklich ein Edelfisch. Den brate ich jetzt schön auf der Hautseite, ganz langsam, gebe dazu erstmal Pfeffer. Komm her so. Brauchen wir nicht schälen. So, einfach halbieren. Und dann so rein die Knoblauchknolle. So.
Oh, das ist ja toll. Das ist so. Ja, das ist wirklich, so. Das ist ja bei Stufe 5 ungefähr, also die halb so heiß, da geben wir Rosmarin dazu, für das Aroma hier im Fett und Thymian rein. So, die jetzt schön das braten. Das ist eigentlich ganz einfach, ne? Ganz einfach. Die jetzt schön langsam braten lassen, ja? Dass es schön saftig bleibt. Und umdrehen auch nochmal, oder? Genau. Aber das mit der Knolle ist ja irre. Wann kocht Hannelore zu Hause? Also dann, wenn ich Zeit habe, das ist natürlich sehr selten. Und ja, ich koche immer möglichst, also nicht so wahnsinnig kompliziert. Aber das finde ich ganz einfach. Das ist ja, da kann man ja sehr einfach, sehr gesund. Gäste zu einladen, ja, das ist ja zack, zack. Ich wollte an und für sich eine Hagebuttensuppe heute kochen. Aber ich habe keine Hagebutten gefunden. Nee, Gott sei Dank. Oh wei, das war furchtbar. Die musste ich mal essen. Meine Mutter war weg, mein Vater, der hatte, und ich musste diese Hagebuttensuppe essen. Und dann habe ich sie runtergewürgt und dann habe ich sie aber wieder... Was musste sie essen? Gurkensuppe? Hagebuttensuppe. Hagebuttensuppe. Ja, das war nach dem Krieg, da gab es ja nicht so viel anderes. Wie schmeckt die denn besser, rein oder raus? Beides nicht, aber raus musste sie unbedingt. Ja. Nee. Das finde ich ja toll. Weil Hagebuttensuppe, das kann ich mir gerne mehr vorstellen. Schön ziehen lassen. So, man sieht jetzt hier beim Risotto, der Reis bindet wunderbar. Und ja, immer wieder nach und nach angießen, genau. Und immer dann zwischendurch mal testen. Und was ist das hier? Das ist jetzt der Parmesanschaum her. Der Reis dauert ungefähr 18 Minuten, ja? Risotto-Reis. Ja. So. Ja, ist okay. Moment, warten wir da. Rühren schön. Also ich rühre mal, damit er nicht an... Ich würde mal sagen, so, man nimmt ungefähr 50 bis 60 Gramm pro Person, damit der Reis nachher und also nicht zu woraus dominant ist. Das hier, dieses hier? Milch? Das ist Schalotten mit Fischfond, Sahne, wird jetzt eingekocht, dann kommt später rein dann Parmesan, Salz und Pfeffer, als Parmesanschaum. Jetzt kann man hier mal gucken, wie der Fisch wieder aussieht. Da kann man ja einen Liter Wein bei dem Risotto reintun, Johann. Ne? Schön saftig, schalte den Herd aus und lass es nur gar ziehen. Sehr lecker. Johann, man kann ja auch Wein nehmen, ne, bei dem Risotto, so ein Liter. Hat er ja schon drin. Hat er? Ein Liter? Nicht, aber das ist ja mein Risotto dann. Ja. Kann man doch mit Cognac machen. Ein Achtelliter? Reicht. Mit Cognac kannst du auch machen, ja, aber. Ja, mit Cognac kann man. Kannst du nur machen für nachts um 24 Uhr. Ja, ne? Plus Cognac rein oder wie? Ja, ja bestimmt. Sag mal, was ist das für ein Messer, bitte? Da kann ja kein Mensch mit schneiden. Horst, ja, das schneidet ja gar nicht. Jetzt schön ziehen lassen. Das ist ein ganz tolles Messer. Ist das gut? Das ist super, das Messer. Ganz einmal. Weil. Das ist schon. Oh. Das ist schön. Das ist ein tolles Messer. Das wird aus irgendwie so einer Psychiatrie-Klinik kommen. Das ist ein Messer für Vegetarier, weißt du? Die wollen dem nicht hättest wehtun. Hättest du eins, das schneidet auch? Sicher. Aber das ist ein Tofu-Messer, weißt du? Damit kannst du nur Tofu schneiden, sonst gar nichts. Guck mal. Ja, Johann? Das ist ein Messer mit so einem feinen Doppelwellenschliff. Guck mal. Ja. Ein Wellenschliff. Was brauchst du denn? Streifen? Wir wollen so ein paar kleine Streifen machen. Johann ist heute mehr auf meiner Seite als auf seiner Seite. Das mag ich. Okay. Das schneidet wenigstens. Ja, und die arme Frau muss ganz alleine da drüben kochen. Ne? Ja. Pass auf meinen Reis. Johann, ich habe übrigens einen ganz neuen Tipp. Kartoffeln ohne Wasser im Ofen geht nicht. Was machen wir damit? Komm gleich das Dessert raus. Was ist das? Das geht nicht, weißt du, Kartoffeln ohne Wasser, das geht gar nicht. Muss noch ein bisschen einkochen. Wir haben eine neue Idee vielleicht. Ja, weil ich habe die Kartoffeln abgeschüttet. Ja. Und dann habe ich das noch mal auf den Ofen draufgestellt. Und in der Zeit hat Johann dir das Messer erklärt. Und ich war fasziniert. Schön. Also, Horst, ich habe gelernt, ja, Johann, dass man Bratkartoffeln in der Pfanne macht. In der Pfanne, ne? Ja. Nicht im, das ist eine ganz neue Variante aber hier. Aber Schmorkartoffeln im Topf, ne? Genau. Die esse ich gerne. Ich mag sie. Ja, die Kartoffeln. Die Kartoffeln. Die sehen wir so sehr drüber, oder wie willst du die haben? Oder nur drin? So wie du es schön findest. Ich würde vielleicht so ein paar außen rumlegen, ja, weil die haben ja mit dem Rezept gar nichts zu tun. Aber das ist einfach hübsch aussehen. So. Die zwei haben wir Zeit jetzt. Ja, unser Risotto dauert. Guido, was hast du denn so kochtechnisch gelernt, wenn deine Familie so extrem kulinarisch veranlagt ist? Also meine Mutter hat zu Hause viel gekocht, wobei mein Vater, der das beigebracht hat, wie gesagt, als Metzgersohn kann der natürlich kochen. Der Vater hat der Mutter das beigebracht? Ja, so. Und ich bin, also eine Zeit lang war ich mehr so natürlich Auftauer. Du bist Auftauer? Eine Zeit lang war ich Auftauer, wobei, was ich ganz gut beherrsche, ist natürlich, ich bin Griller. Warum trinken die Wein und wir nicht? Horst?
Oh, wir müssen reden. Ja, weil wir nur Bier haben. Ja, dann trinken wir noch ein Bier. Guck mal in meinem Kühlschrank nach, da müsste Bier stehen. Das ist ja auch ein tolles Ding. Also, Sie haben noch einen Stampfer. Ja, das ist ja, ich habe das hier von Johann gelernt, weil Johann presst sehr gerne Dinge. Ja, ja. Blumen. Ja, er war früher auch lange als Hebamme tätig und jetzt... Ja, der hat ja beim Pressen geholfen und der hat mir mal gezeigt. Das ist aber wirklich ein tolles Ding. Das ist ein tolles Ding. Ja, ist auch ganz modern. Das haben die jetzt ganz erst neu entwickelt. Wir haben noch 12 Minuten, ja. Bitte, was haben wir, Johann? Noch 12 Minuten Zeit. 12 Minuten. Jetzt kommt so. Ja, eigentlich wäre hier drin gewesen, dieser wunderbare Bratensaft vom Fleisch. Aber den hat Johann verbraucht. Also, das wäre doch Kartoffelmus, oder? Ja, so eine Art Kartoffelpüree. Kann ich dir was helfen vielleicht? Ohne Milch. Nein, Milch habe ich hier vorne in dem kleinen Töpfchen. Die kommt jetzt auch noch drunter. Ist das so gut, aber ich wollte. Mehr mache ich jetzt nicht, oder? Oder soll man dann noch was? Jede wunderschön. Ja. Du in den Kühlschrank gar nicht stellen. Ich krieg hier heute nichts erklärt. Ich bin irre. Ist das ein Wahnsinnssender? Also noch einmal. Eigentlich hätte ich dieses wunderbare Fett, welches aus dem Schweinefilet mit dem Speckmännchen, mit den Champignons ausgebraten ist, gerne hier in diese Kartoffeln getan. Weil das hätte einen traumhaften Geschmack gegeben, wenn es denn noch da gewesen wäre. Aber bei den Maultaschen war es gar nicht so falsch. Dann kommen hier Muskatnüsse. Da weiß Johann sehr viel drüber, über Muskatnüsse. Da hat der vorige Woche Samstag lange drüber referiert. Muskat ist keine Nuss, sondern ist ein Samen. Ein Frucht... Samen. Ein Samenkern. Ein Samenfrucht. Also ein Fruchtkern. Ein reibbarer Fruchtkern. Also ein Fruchtkern, genau. Ja, ein Fruchtkern. So, und wenn man mehr als 20 Gramm, 20 Gramm davon isst, ist man wie tot, oder was? Dann, also wenn man davon jetzt so ein bisschen nimmt und tut das, also so, was ich hier gerade reingerieben habe, mit dem Schnäpschen zusammen und würde das trinken, dann hast du eine Woche am Stück Spaß. Wenn du... ja, du hast die Granaten voll. Ne? Echt? Ja. Mach Hai. Wenn man aber hiervon... Ja, man wird Hai. Es ist aber sehr gefährlich und hochgiftig. Ganz ist hochgiftig. Das heißt, wenn man so eine ganze Muskatnuss reiben würde und würde die dann mit Alkohol zusammen trinken, dann ist das auch vorbei. Ja. Johann, hast du das verstanden? Ich frage nächste Woche Samstag noch mal ganz kurz darüber nach. Kann ich denn irgendwas dann machen? Ob du was machen kannst? Mach mal ganz kurz sauber. Da vorne so ein klein wenig sauber. Gut. Damit wir jetzt gleich gucken können, ob mein Schweinefilet da hinten in irgendeiner Art und Weise noch mal was wird. Das ist jetzt hier das ist der Schaum. Mm. Und zwar, ich habe jetzt Schalotten mit Fischfond und Sahne eingekocht. Mm. Jetzt aufgemixt. Also, genau. Jetzt mischen wir das Ganze mit Salz. Eingedickt oder eingekocht? Nur eingekocht, genau. Das heißt, ein bisschen gekocht. Genau. Chili machen wir jetzt rein, Salz. Und dann machen wir rein frisch geriebenen Parmesan. Parmesanschaum, ja? Geht so schnell. Was? So. Jetzt müssen wir Das Risotto, muss das nicht linksrum gerührt werden? Das ist aber auch ein tolles Ding. Sie rührt jetzt rechtsrum. Das macht nichts. Macht nichts. So, jetzt einen Löffel nehmen und probieren. Schau mal. So. Es gibt jetzt richtig, und den Parmesan zum Schluss erst reingeben. Oh, dann wird die Soße zäh. Hier, wie das schmeckt. Bisschen mehr. Bisschen mehr. Genau. Oh, das schmeckt gut. Und? Schade, das Kartoffelpüree wäre mit dem Fleischsaft zusammen traumhaft lecker geworden. Ja. Es ist jetzt ein klein bisschen kartoffelig. Super, oder? Ja, toll. Möchtest du mal probieren? Das kommt da jetzt dazu. Oder wie? Und dann stell dir mal vor, da wäre Fleischsaft bei. Peter, dann Ich habe aber auch Messer schon und Gäbel schon. Und Löffel. Weißt du, sonst kriegen wir wieder 4 Cent noch Post. Also das kommt jetzt auf den Fisch. Mhm. Nicht schlecht. Ja, weißt du, was da fehlt? Sag mal. Ein bisschen Fleischsaft. Das wär toll. Dann wär's wirklich gut. Aber so ist nicht schlecht. Ja, ja. Das ist jetzt vollkommen lapp. Das schmeckt nur nach Kartoffel, also ohne Salz. Das schmeckt nicht wirklich gut. Darf ich auch rein? Johann, hast du das beste Kartoffelpüree ist Butter und Kartoffel 1:1. Ja. Oh. Ja. Ja. Wirklich? Ja, stimmt. Und dieses Kartoffelpüree von Johann geht auch das Fett nicht in die Blutbahn, sondern sofort in die Fettzellen. Aber da wird man direkt dicker. Das merkt man jetzt irgendwie nicht so. Das kommt eine halbe Stunde später, wenn man nach Hause geht. Dann merkt man die Muskatnuss. Bitte. Kann ja sein. Ja. Roger, wollen Sie high werden? Ja. Soll ich Ihnen noch ein bisschen reinreiben? Ja. Ich halte noch ein bisschen Qualm. So. So, jetzt kommen unsere, unsere Dörtchen. Das ist auch viel billiger als Ecstasy oder sowas. Ne? Wesentlich preiswerter. Vor allen Dingen, man kann in jeder guten Gewürzmühle kaufen. So. Bitte kurz um ein
Der erste Schuss ist für Sie frei. Dann wissen Sie gleich, wo Sie mich finden können, wenn Sie mehr möchten. Ich bin ja eine HB-Frau gleich. Merken Sie schon? Fängt schon an, ne? Ja, schon fängt schon an. Herr Lafer, sind denn die Pfannen bei Ihnen auch so gut wie hier beim Horst? Weil ja. Die ist... Nee, hier nur. Ja, ich kriege mal die abgelegten Sachen. Guck mal hier, die Blüten. Guck mal, kann man sie rausheben? Das ist der Hammer, ne? Ja, dann setzen wir die Blüten hier aufs Erdbeer-Gabaccio. Ja, gut. So. Gott, das ist so weit weg. Schöne Creme aus Marzipan. Rhabarber. Jetzt werden wir auch. So. Und will ich das eins probieren? Probieren wir mal eins. Da, Butterzucker drauf. So, wenn der liebe Guido jetzt hingehen würde, das Kartoffelpüree. Ja. Ich habe ja noch einen Trick mit dem Fleischsaft, weil diese wunderbaren Schweinefiletchen hier im Backofen haben nämlich so ein kleines bisschen gespendet. Siehst du? Ja, Minze haben wir ja. Das habe ich vor. Blutgruppe A. Und da die beiden Schweine aus einer Familie kamen, verträgt es ja noch gut. Und die Champignons haben noch mal einen herrlichen Saft abgegeben. Und Guido, kannst du dir schon vorstellen, wie das schmeckt? Sehr lecker, glaube ich. Ich bin jetzt schon nervös. Schon lecker. Oh, Guido. Ich habe gerade den teuren Saft verschüttet, aber... Ja, darf ich ja mal zeigen, weil beinahe hätten wir den Fleischsaft da gehabt, wo er hin sollte. Ja. Na komm, und jetzt... Also wir haben gerettet. Schade drum, aber... Mit dem Fleischsaft, das will wirklich keiner heute essen, glaube ich. So, jetzt will man mal. Johann, darf ich? Oh, das sieht aber sehr schön aus, Johann. Ja, Mann. Was hast du denn gedacht? Ich habe gedacht, das wird noch hübscher. Und dann gleich in die Schälchen rein, Horst. Bitte? In die Schälchen rein. In die Schälchen bitte rein, ja. So, haben wir jetzt, gell? Jetzt machen wir noch Mandelschaum da drauf, und zwar... Habe ich hier Milch mit Mandel so, und da ich mal ganz Zucker ausgekocht. Ja. Oh. Seit wann ist mein Schweinefilet rosa? Seitdem man vernünftiges Schwein kaufen kann. Da hat der Johann natürlich vollkommen recht. Für all die Herrschaften, die jetzt glauben, ich hätte etwas falsch gemacht. Schweinefilet hatte man früher durch falsche Ernährung oder Schweinefleisch insgesamt immer knacke durchgebraten. Das wurde sogar mal eine Zeit lang in den Berufsschulen als Koch so gelernt. Das hat nur eine Berechtigung, wenn dieses Schwein etwas älter vom Fleisch her gewesen wäre, dann würde es aber noch Schwein riechen. Das heißt also in der Altersklasse von Johann zum Beispiel. Dieses Schweinchen ist ein ganz junges Schweinchen. Oh, zum Anbeißen, ne? Zum Anbeißen. Und dieses Schweinchen schweindelt nicht. Komm du nächsten Samstag wieder, ich sag dir das. Guido, was hast du jetzt heute gelernt? Außer, dass die Köche Menschen sind, wie du und die sich sehr, sehr lieb haben, die Lehre annehmen von anderen Köchen, die sorgsam miteinander umgehen. Ich möchte jetzt nicht unken, aber man muss schon sagen, der Kollege Lafer in diesem weißen Outfit sieht natürlich schon lässig aus. Ja, ne? Und die Frau Hoger, die kann mittlerweile so viele tolle Sachen machen. Und irgendwas piept hier gerade. Sehr schön. Das ist Johann sein Ofen, der piepst immer mal zwischendurch. Besser als der Herzschrittmacher, ne? Aber nein, jetzt. Was hast du denn jetzt gelernt heute? Erzähl mal. So. Dass es immer gut ist, wenn einer daneben steht, der Ahnung hat. Ja, genau. Das war Butter, jetzt kommt rein Brunnenkresse, viel Brunnenkresse zum Schluss. Ja, frisch gewaschen. Das sieht lecker aus. So, guckst du mal, ob wir ein Stück Butter klauen können bei Ihnen. Irgendwie habe ich heute ich habe hier relativ viel. So, schön unterrühren. Dann haben wir hier ein schönes Risotto. Ist das eine eigene Erfindung mit dieser Brunnenkresse? Weiß ich nicht. Das schmeckt einfach zum Fischsuppele. So. Man könnte jetzt auch jungen Spinat reinmachen oder einfach Kräuter. Nee, das schmeckt jetzt sehr. Probieren jetzt bitte, was fehlt? Ja. Das macht nichts. Das fehlt, Salz vielleicht, oder? Wir nehmen heute die Butterreserven von Johann. Einmal kurz noch mal hier angehen lassen. Für mich auch nicht. So. Frau Hoger, was haben Sie heute gelernt von mir? Also, dass es eigentlich gar nicht so kompliziert ist, wie es scheint. Genau. Das Kochen ist ganz einfach. Ja, nicht ganz einfach, aber einfach kompliziert. So, jetzt machen wir die Fischfilets da oben drauf. Ich persönlich würde immer ein bisschen weniger Butter nehmen. Ja? Weniger Butter? Ja. Aber ein bisschen Butter muss sein. Ja, ein bisschen Butter muss sein. Darf ich das schon mal ganz kurz so zeigen? Dann machen wir drauf noch die Kräuter. Sieht das nicht hübsch aus? Wahnsinn. Ja, ja.
Was? Ja, Johann? Jetzt weiß ich endlich, warum alle Leute hier zum Essen kommen nach Köln. Ja. Und das ist das Kartoffelpüree. Möchten Sie noch Muskatnüsschen haben? Nein, danke schön. Ich habe jetzt genug. Also zum Mitnehmen? Ich fliege gleich. Zum ja, zum Mitnehmen ich vielleicht. Die ja. Mitzunehmen. Die ist nämlich sehr schön. Ja. So, dazu das Kartoffelpüree. Und jetzt werden wir mal das Ganze hübsch anrichten. Und ich möchte das hier noch so mit auf den Teller stellen. Oh, das ist gut. Na, guck mal da. Ja. Das sieht doch was? Wirklich dann krass aus. Was? Ja. Das hier haben wir noch gar nicht. Ja. So. Und dann ist, ja, ich würde da noch ein bisschen mehr auf dem Teller machen jetzt. Das ist ein Vorspeisentellerchen. Das ist im Prinzip ein Amuse-Bouche. Das ist nur zum Anheizen des Körpers. Ne? Genau. Und danach gibt es dann den Hauptgang. Hier ist der Ludemer auf Risotto. Und von Hannelore gemacht, diese schöne Strudelblüte mit Rhabarber auf Erdbeer-Carpaccio mit Mandelschaum. Ich würde sagen... Ja, toll, ne? Nicht schlecht. Wir dürfen uns auch schon mal setzen. Du kannst uns auch hier deine schönen Gurkenschiffchen mitnehmen. Gibt es da eine Sitzordnung? Oder ja. wer sitzt, sitzt da? Ja. Weil ich bin von Horst nicht trennbar. Nein, wir beide sind danke, untrennbar verbunden. Weil wir sind ja Zwillinge, die kurz nach der Geburt zerrissen wurden. Ja. Und wir wachsen jetzt langsam wieder zusammen. Ja, Johann. So, Horst. So, darf ich mein Essen auch noch mal ganz kurz vorstellen? Das sind die gefüllten Gurkenschiffchen, entführt aus den 70er Jahren, mit dieser wunderbaren Magerquarkfüllung mit frischem Gemüse, mit Knoblauch, Zwiebelchen ohne Ende. Das heißt, wenn man das gegessen hat, wird man zwar nicht schöner, aber innerlich fühlt man sich 30 Jahre jünger. Dann habe ich hier drüben, Dankeschön, ja, Applaus ist nicht verkehrt. Dieses herrliche Kartoffelpüree. Mit dem Schweinespeck drin, was normalerweise dieser Saft sein sollte, mit den Champignons, mit frischem Thymian und das in schönem Speckmäntelchen eingewickelte Schweinefilet mit den gebratenen Orangen abgelöscht, mit dem Orangenlikör. Wenn du davon eine isst, dann kommst du bis zum Dessert nicht mehr durch. Das hier nicht. So. Guido, es war mir ein Vergnügen. Hat Spaß gemacht, Horst, danke. Aber Johann. Und ja, ich kann den Zuschauern nur sagen, die einen sprechen über Essen. Und wir beide genießen es, oder? Ja, aber wie? Ja, also wenn ich das mal ganz kurz dazwischen schieben darf, es war mir mehr als ein Vergnügen, Johann. Heute habe ich sehr viel von dir gelernt. Aber das da ist mit das Schönste, was du je gemacht hast. Das ist sehr, sehr schön. Und dagegen, aber erst mal probieren. Ne? Das ist toll. Ja. Also, darf ich eins klauen, Johann? Also, ich würde sagen, unseren Gästen. Herzlichen Dank. Ja, mit zu euch. Liebe Hannelore, vielen Dank. Superklasse. Ja. Bitte. Bitte. Und ihr, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Dem Publikum herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bitte. Thank you.